Nobby kocht, exklusiv mit der Telekom. Du kannst ruhig weitermachen. Ach so. Wir müssen mal ein bisschen, ich darf den jetzt hier ein bisschen zerlegen, oder was? Was meinst du, wofür du das viele Geld kriegst? Wie bitte? Ach so, hier für Backen. Ja. Das ist doch nichts, oder? Ja, aber das ist, wenn man nicht so gut rollen kann. Manchmal. Ist das richtig, oder? Wie dünn muss denn das werden? Dünner, ne? Ja, viel dünner. Warte. Ja, aber der bricht, das reißt ja überall. Ja, das ist, meinst du, wir sollten nochmal anfangen? Aufhören. Nein, wir fangen nochmal an, das wird nichts hier. Komm, also, bisschen Mehl noch dazwischen. Ja, ich glaube auch. Du machst das öfters, ne? Backst du auch Plätzchen zu Hause mit deiner? Nein. Warum denn nicht? Weil ich fürs Essen da bin, das weißt du doch. Ja, aber du musst auch mal deiner lieben Frau Simone ein bisschen zur Hand gehen und sagen, sieht dann aus wie Schatzi, hier, lass uns doch jetzt. Ich störe dann mehr, verstehst du? Lass uns doch mal Plätzchen backen, Schatz. Ja. Das machen wir dann auch. Also wir sagen, wir machen das zusammen und sie macht das dann gut. Und wenn... Ja, ordentlich. So. Und jetzt? Weiter. Jetzt darf ich hier rollen, oder was? Jetzt mach es aber nicht wieder kaputt wie gerade. Ich will das hier gar nicht, Mann. Das war ja, du musst doch ein bisschen vorsichtig hier. Mach ich doch. Ja. So. Jetzt abgesehen vom Plätzchen, was gibt es denn bei euch zu Weihnachten zu essen? Also außer Plätzchen. Gibt es ein typisches Weihnachtsessen bei euch? Ja, aber das machen wir meistens am 25. Da gibt es dann eigentlich immer eine Ente. Ja, aber da bin ich immer froh. Oder ganz manchmal. Aber Heiligabend gibt es ja auch immer ein besonderes Essen. Immer unterschiedlich, weil ich mich da immer mal woanders aufhalte. Manchmal bin ich dann bei meiner Mutter. Was würde es bei deiner Mutter geben? Da gibt es klassische Kartoffelsalat und Würstchen und sowas. Du machst den ganzen Teich kaputt. Bist du ruhig? Bitte. Wie hat der eine gesagt, wir zwei sind ein gutes Trio. Trio. Du hast, du hast Bröckelchen-Teich daraus gemacht. Was machst du denn mit dem Mehl? Wer hat denn das Mehl hier hingeschmissen? Du. Es liegt mit Sicherheit nicht am Ausrollen hier. Das liegt mit Sicherheit am Teig selber? Nee, der Teig, das ist allererste Sahne. Ach. Was ist denn das hier eigentlich mit der Null? Was ist das? Das sieht aus. Guck mal, was der hier macht. Nee, Leute, so hat es keinen Sinn. So haben wir das nicht ausgemacht. Du machst das so toll. Ich weiß. So macht man das. Nee. Ja, zeige ich dir gleich. Aber ich sag dir was. Das schmeckt nachher 1A. Wenn wir weiter so machen, dann sind wir morgen fertig, glaube ich. Das ist der Hammer, du! Ja, meine, jetzt ist Weihnachten. Mhm. Weihnachten ist ja auch so ein bisschen das Fest der Besinnung, zurückzublicken. Wenn du auf das Jahr 2015 zurückblickst, an was denkst du da? Ja, mein größtes Highlight war natürlich meine Hochzeit mit einer Frau im Sommer. Das war für mich ein sehr, sehr schönes Ereignis. Und ihr habt zu Hause, also in der Heimat gerade? Ja, sie kommt ja aus dem gleichen Ort wie ich. Zufällig, dass immer sehr, sehr gut ist, wenn man auch mal freie Tage hat. Dann hat man natürlich auch meistens das gleiche Reiseziel. Da hat sich der Bürgermeister nicht nehmen lassen, euch zu trauen, ne? Der hat uns standesamtlich getraut, ja, genau. Und dann am nächsten Tag haben wir kirchlich geheiratet bei uns in unserem kleinen Örtchen. Und ja, war eine sehr, sehr schöne Feier. Du hast es im Griff, gell? Was haben wir denn da? Ich darf ja schon nehmen. Ne, Hände weg. Puderzucker hier drüber. Da. Wo? Hier? Wie viel denn? Wie denn überhaupt? Ja, so richtig viel. Das läuft hier aus einem Guss. Was? So, ja? Ist es so mal? Wie viel gehört denn da drauf? Richtig viel, ne? Ich würde gerne nächstes Jahr wiederkommen. Dann kochen wir. Ja, dann kochen wir.
wir legen dir jetzt gleich aufeinander. Ja. Bei dem B musst du dann Klecks hin machen und dann Klecks. Hier ein Klecks. Ja, aber ein bisschen mit Liebe, nicht? Ja, ich mach das mit Liebe. Guck, du bist ja auch ein bisschen Verteidiger. Du bist mit Liebe. Also so. Es ist so schön, dass ich da mal mithelfen kann. Ich glaube, das letzte Mal, als ich Plätzchen gebacken habe, war ich 4 oder 5. Das sah aber nicht anders aus. Draußen stehen sie. Bis nach Unna. Ja, bis nach Unna. Ja. Alle wollen die Plätzchen von dir probieren. Ich sag, das ist Steinberg. Ja. Haus nicht kaputt, bitte. Was ist denn? Überall, ja, mach doch noch ein Kilo drauf. Was ist denn? Du bist ein Grobschmied, komm. Wollen wir das mal rumdrehen? Das sieht aus, ey, das kannst du dir nicht vorstellen hier. Nein, du hast falsch angefangen. Das war das B für da. Ach, ehrlich? Ist das jetzt ein Rechtschreibfehler? Das passt ja gar nicht. Finger weg. Wo denn? Da, guck dir mal an. Da ist ein halbes Kilo Marmelade weg. Wir werden jetzt natürlich die Plätzchen probieren. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu backen. Mit deiner lieben Frau Simone sagen, dass du durchaus gewisse Talente in der Küche. Mehl rumschmeißen kannst du sehr gut. Ich sage euch, ich darf ja die Küche dann auch immer sauber machen, deswegen. Jetzt hör auf. Ist nicht so wild. Da werden wir nachfragen. Arbeitsteilung. Wunderbar. Frag da ruhig mal nach. Vielen Dank, ich glaube, es ist gelungen. Werden wahrscheinlich super schmecken. Manni, vielen Dank, dass du hier warst. Euch viel Spaß, einen schönen dritten Advent. Tschüss, macht's gut. Ciao. Macht's gut. Tschüss.